Koslowski an seiner Maschine steht, die die Arbeit für ihn macht. Wo er nur so ein paar Hebel bedient, dass alles richtig passt. Dann fängt er manchmal an zu träumen davon, wie es früher mal auf Maloche war. Heute heißt es nur noch, mach mal Tempo, Koslowski, dafür wirst du ja bezahlt. Mit 15 hat er hier angefangen, als er aus der Schule kam. Hat Schlosser gelernt, weil sein Vater auch ein Schlosser war. Und jetzt ist er seit 45 Jahren hier, und in der Zeitung stand was über ihn. Im Lokalteil mit nem Foto zum Jubiläum im Betrieb. Wenn Koslowski Feierabend hat, dann geht's heim zu seiner Frau. Die wartet dann schon mit dem Essen auf ihn, immer auf die Minute genau. Danach liest er seine Zeitung, trinkt ein Körnchen und ein Bier. Und ganz oft sagt er, du Helga, mein Schatz, das Leben ist richtig schön mit dir. Gibt's am Wochenende nen Heimspiel, geht's ins Stadion auf Schalke 04. Bei Stadionwurst und Bier feuern sie die Mannschaft an, auf dass Schalke endlich mal wieder Meister wird. Oder es geht an den Sorpesee, da haben sie ihren Wohnwagen stehen. Mit Vorzelt und im Urlaub fahren sie nach Dornumalsiel an die Nordsee. Kommen die Kinder mit den Enkeln auf Besuch, dann wird im kleinen Häuschen laut und voll. Und Koslowski und seine liebe Frau freuen sich ganz, ganz doll. Nur leider können die nie lange bleiben, sie haben immer so wenig Zeit. Dann sagt Koslowski, das ist die Scheißmarktwirtschaft, und tröstet seine Frau, die dann doch immer weint. Und Koslowski sagt, nur noch 3 Jahre, dann ist's mit Maloche vorbei. Dann gehe ich in Rente und wir beiden haben alle Zeit. Ich krieg noch ne richtig gute Rente, hab lange genug eingezahlt. Und dann können wir im kalten Winter in den warmen Süden fahren. Aber noch ist morgens um 4:30 die Nacht für Koslowski vorbei. Und immer öfter hasst er das Geräusch, wenn der Wecker schreit. Dann steht er mit seiner lieben Frau auf, die schmiert Stullen und kocht Kaffee für ihn. Während er sich fertig macht für die Schicht im Betrieb. Und dann geht er an den Arbeiterhäusern vorbei, an alten Schnuppen und an viel zu wenig Grün. Seine 2 Kilometer
in den Betrieb. Jaroslawski ist ein Malocher und der malocht sein Leben lang hart und verdient in all den Jahren nicht mal so viel Kohle wie ein Ackermann in einem halben Jahr. Halt die Ohren steif, Jaroslawski. Eins bin ich mal eingefahren in die Grube der Zeche Westfalen. Dort brannte nur noch wenig Licht, der Benner sagte, es ist Schicht. Wo der letzte Bergmann aus Revier 10 gesehen hat, dass die Kuppel gehen. Wenn wir uns jemals wiedersehen, in Untertage, da wird er wachen, der alte Mann von Revier 10. Heute, da hält er die Wacht, ob bei Tage oder bei der Nacht, das Tagwerk ist vollbracht. Wird er niemals sehen, müssen bald alle Kumpel gehen. Und gibt's dann keine Kohle mehr, haben's all die Bergleute so schwer. Das letzte Licht, was dann noch brennt, niemand mit richtigen Namen kennt. Oh, Glück auf, mein alter Schacht, bald bist auch du zugemacht. Und in 100 Jahren fragen dann die Jungen, die Alten, warum habt ihr nicht unseren Förderturm erhalten, der einst an der Wiege des Bergbaus stand, Glück und Wohlstand brachte im ganzen Land. Mann von Revier 10 hat den Kumpel gehen sehen, sah nie das Tageslicht, darum vergess ihn nicht. Glück auf!